Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und den Trommelfilter hier vorne, kennen Sie? Den haben wir im Blog mal angeboten zum Kauf. Und übrigens, das ist der erste Filter im Dachstuhl. Und das werden Sie jetzt nicht glauben, was gehört zu einem ordentlichen Dachstuhl dazu? Mäuse. Ja? Und hier rennt gerade wirklich auf der Filterplatte eine kleine Maus rum. Also ist wirklich wie wenn es inszeniert wäre, wie wenn wir hier ein Storyboard geschrieben hätten und alles ist gut. So, also der Dachstuhl ist natürlich nur deshalb, weil wir hier an einem extremen Hang sind. Der Teich ist direkt draußen und das steht jetzt auch nicht auf dem Gebälk vom Dachstuhl. Die Filteranlage wäre auch nicht möglich, sondern ist nach unten abgefangen. Ganz einfach, die Rohrleitungen kommen in den Hydrotech Trommelfilter. Von den Dingern habe ich früher, wir waren glaube ich die ersten, die Trommelfilter im Koi-Markt salonfähig gemacht haben. Davon haben wir 100 Stück verkauft. Circa. Und danach kamen die ganzen MeToo-Produkte. Das ist wirklich mega geiles Industrieprodukt gewesen, gibt es heute noch, aber wirklich zu einem deutlich höheren Preis. Also die wurden irgendwann mal verkauft und mittlerweile sind die also fast für Koi-Teiche unerschwinglich. Wenn ich aber sehe, wie viele Jahre diese Dinger gelaufen sind. Ich habe Kunden, da laufen die, das ist kein Spaß, laufen die seit, wann waren die ersten, wo wir verkauft haben? 2003, 17 Jahre und die haben mal die Wellen ausgetauscht, mal einen Motor ausgetauscht, aber ansonsten sind die wirklich picobello. Also ganz einfach, Bodenablaufskimmer direkt auf den Filter angeschlossen, wie sehen wir nachher von unten, weil wir sind ja in einem Haus hier drin, da können wir dann auch von unten zukommen. Dann durch den Filter einmal durch, zwar in der 250er Rohrleitung in die Biologie. Die Biologie hat dann 2 Kubik, geht auch ganz einfach durch und von der aus geht es dann mit den Pumpen, mit den Oase Titanium zurück in den Teich oder mit der Oase Titanium zurück in den Teich. Jetzt will ich Ihnen noch kurz die Maus zeigen. Und die muss aber nachher gleich gerettet werden, weil sie, gucken Sie mal hier, läuft das kleine Mäuschen. Ist doch echt verrückt. Kam jetzt mal im Dachstuhl, rennen schon die Mäuse auf dem, noch eine ganz kleine Babymaus. Rennen schon die Mäuse auf dem Filtermaterial rum. Hier habe ich gesagt, müssen wir mal gucken. Das Sprühbild scheint nicht mehr das Beste zu sein. Da kann man mal einen Probelauf machen. Der Originalsensor hat er gesagt, der war kaputt. Und jetzt macht das einfach mit einem, ne, das ist nur ein Temperaturschalter. Ich habe jetzt gerade gedacht, dass es mit einem Wasserpegelschalter von, wie heißt die Firma? Von Edgetronic macht. So, also das ist der Oase Hydrotech Filter. Oase. Der Hydrotech Trommelfilter. Sie sehen, ich bin sowas von meinen Werbepartnern sowas von geflasht. So, hier ist das Abwasser. Das hier würde ich zum Beispiel nicht machen. Das ist die Abwasserrinne, die gleich auf 50 zu reduzieren. Im Herbst ein bisschen Laub, hat man sofort hier einen Stau. Und dann kann ich Ihnen versprechen, geht die Sauerei mal richtig los. Aber wenn man ganz nach unten schaut, dieses Rohr hat keine Erweiterung nach unten. Also da kriegt man kein größeres rein. Das funktioniert nicht. Und ob es jetzt hier verstopft oder da unten, dann vielleicht doch lieber gleich hier oben. Also das ist ein bisschen ein Schwachpunkt. Da kann sogar vielleicht notwendig sein, aber das wird er erst am ersten Herbst merken. Weil man hat schon, viel Laub ist es nicht hier. Es könnte gut gehen. Also mit ein bisschen Glück geht es gut. Ansonsten erstmal unten in eine Grube, in einen Zusatzbehälter. Und da dann eine starke Pumpe rein, die den ganzen Laub und anderes Zeug glatt häckselt und hier immer wieder schauen, ob das verstopft ist. So, jetzt gehen wir mal nach unten. Da geht es hier lang. Und da haben wir dann die UV-Lampe Genesis PE mit Sicherheitsverschluss hier. Da ist wahrscheinlich eine 150er drin. Und dann haben wir hier die Verrohrung. Auch das ist richtig gemacht. Schauen Sie mal, wir kommen hier mit einem 160er an. Hier haben wir einen 100er und hier gehen wir zusammen auf einen 200er. Also bei der Stromerweiterung haben wir auch gleich einen Querschnitt größer. Also es würde keinen Sinn machen, wenn ich jetzt das 160er, dann wenn das jetzt ein Y-Stück 160 wäre, würde mit dem 100er draufgehen, dann hätte ich hier wieder mein Nadelöhr. Man muss dann immer um die Rohr Dimension nach oben gehen, was ich an Zusatzstrom hinzubekomme. Absolut richtig gemacht auf 200 und da der Filter einen 250er Zugang hat, ist dann da oben auf 250 gegangen worden. Also das hat er mit Bravour gemacht. Die Verrohrung sieht auch sehr ordentlich aus und wir machen jetzt einen Test, was passiert, wenn ich hier das hier mal basch wegschlage. Da werde ich mir jetzt nicht, das ist alles gut miteinander verbunden, also das ist nur noch mal
Irgendwie juckt sowas in den Fingern, oder? Aber wäre halt eine Riesensauerei, wenn das dann... Aber da passiert wahrscheinlich nichts. Aber das Schlimmste, was passieren kann, sehen Sie, er hat hier gesichert, das ist geil. Er hat hier hinten gesichert, ist geil, dass das nicht nach unten kann. Aber wenn Sie jetzt mal sehen, wir können hier, ist es drehbar, hier ist es drehbar, dann ist durchaus möglich, dass die Muffe rausrutscht. Also hier sollte mal was Professionelles drunter gemacht werden. So, hier, das ist natürlich auch abenteuerlich, das HT-Rohr. Also hier geht es dann auf den Ding. Ist also nicht permanent wasserführend, von daher auch egal. Jetzt gucken wir mal, wo die Oasepumpe steht. Die ist hier hinten, gleich zwei Oasepumpen. Eine Aquamax Eco Titanium 31.000 und die andere ist die 51.000er. Also er hat gleich zwei am Laufen, aber mit Sicherheit mit relativ geringer Leistung, weil sonst würde der Teich, wobei der oben ist schon richtig Wumms rausgekommen. Muss ihn mal fragen, wie oft der Teich umgewälzt wird. Der Filter kann auf jeden Fall 60.000 und ich glaube, mit den beiden Pumpen kann er den Teich auch tatsächlich zweimal in der Stunde umwälzen. Vielleicht jetzt im Moment noch nicht notwendig, aber irgendwann dann mal. Mit so Schallisolation wäre ich immer vorsichtig, weil sowas isoliert nicht nur Schall, sondern im Zweifel auch Temperatur. Und wenn die Temperatur isoliert wird, dann können Pumpen auch zu heiß werden. Also da vorsichtig. Und da sehen Sie jetzt das Gebilde. Das geht hier hoch. Oben ist das Dachgeschoss. Also super eingebaut. Man kommt dann alles dran. Hier auch an die UV-Lampe. Auch da immer bitte dran denken, wenn Sie UV-Lampen einbauen, dass man alle ein, zwei Jahre das Leuchtmittel austauschen muss. Aber ansonsten handwerklich tolle Arbeit. Jetzt braucht es noch zwei, drei Tage, bis die Fische wieder fit sind. Aber da bin ich mir ganz sicher. Sandra wird ja da sein. Machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Vlog. Ciao.